Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 hier von der Elm Creek. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ja, heute dachte ich mir, fahren wir nochmal die restlichen Mehlpakete weg. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal eben schnell unseren Frontlader anhängen und dann geht das Ganze los. Dann fahren wir da oben einmal eben fix hin und ja, werden da dann letzten Endes einmal alles fertig machen. So, das sieht gut aus. Ich muss das mal ein bisschen leiser machen hier. Aber Freunde, vielen, vielen Dank erstmal fürs ganze positive Feedback auch, muss ich ja mal so sagen. Auch heute muss ich ganz ehrlich gestehen, kommt die Folge tatsächlich etwas verspätet, weil ich es ganz vergessen habe aufzunehmen. Aber ich hoffe, sie kommt dann trotzdem noch irgendwie pünktlich. Genau, aber trotzdem auch vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Es ist echt krass, was im Moment abgeht. Und wenn es ganz so gut weiterläuft, dann schaffen wir vielleicht noch unser Ziel. Was natürlich mega nice wäre, ne? Also da will ich ja mal gar nichts sagen. Das wäre ultra nice. Jetzt aber erstmal hier loslegen. Und dann geht das Ganze fleißig weiter. Genau, und wenn dir das Ganze gefällt, lasst mir natürlich lieben gerne das Däumchen da, ne? Ist ja klar, ist ja kurz vor dem Jahreswechsel im Prinzip. Und ich dachte mir, jetzt nehme ich nochmal ein bisschen auf, schnell. Damit ich halt dann nicht ins Schlundern komme. Jetzt durch die Feiertage, durch Weihnachten, war das Ganze ein bisschen tricky. Aber jetzt, muss ich sagen, läuft das schon wieder. So, dann fahren wir hier wieder rein zu unserer Getreidedings, ne? Mühle oder wie das hieß. Genau. Und dann geht das fröhlich weiter. Und ich bin mal gespannt, wie wir das hier so machen, ey. Wie das generell hier so wird auf dieser Karte, weil hier einmal nochmal nebenbei wieder den Frontlader runter machen, ne, nützt ja auch alles nichts. Aber wie das generell wird mit dem Spielstand hier. Weil aktuell habe ich das Gefühl, wir kommen noch nicht so ganz von der Stelle. Aber ich finde, andererseits haben wir aber auch schon gut was gemacht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit hier nichts gemacht haben. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ja ganz und gar nicht so. Okay. So, wir sind da. Unser altbekanntes Spiel. Oha, jetzt haben wir sogar mehr Paletten. Eine Palette mehr haben wir jetzt, Freunde. Holy shit, wie geil ist das denn? Und falls ihr euch fragt, ich habe jetzt noch für mein Mikro habe ich noch so ein kleines Bauteil besorgt, was das Ganze noch mal ein bisschen verstärken soll, weil ich fand, die letzten Folgen waren immer sehr dürr vom Ton her, obwohl das Mikro eigentlich viel viel mehr kann. Dann habe ich mich nochmal schlau gemacht und dann hieß es, ja, du brauchst da noch irgendwie so ein Booster, weil ich hatte mich schon immer gewundert die ganze Zeit, wenn ich doch irgendwie auch ein kleines Mischpult jetzt auf dem Tisch stehen habe. Und dann will ich ja nicht unbedingt das Ganze nochmal in der Bearbeitung so viel bearbeiten, sage ich jetzt mal, ne? Also hoch und runter pegeln. Das ist ja Quatsch, dafür brauche ich ja dann auch kein Mischpult, so, wisst ihr, wie ich meine. Deswegen habe ich da nochmal mich schlau gemacht und jetzt so ein Bauteil besorgt. Und das sieht doch, und das ist bisher, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ehrlich gesagt. So, müssen wir hier mal gucken, dass wir unsere Palette drauf zimmern. Ja, ist natürlich jetzt auch blöd.
Komm, wir nehmen nicht hier, wir nehmen nicht die, wir nehmen gleich aus der Mitte, komm. Was soll der Geiz? Gleich aus der Mitte raus da. Und fertig ist. Achtung. Mal hier, zack, wunderbar. Oh. Na gut, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber nun gut. Nun ist es passiert. Kriege ich die nochmal kurz ein Stück gerade, ne, ne? So. Mache ich die jetzt hier rauf. Die andere, die können wir ja theoretisch gesehen einfach da oben drauf ballern, oder? Also da sind wir ja überhaupt nicht so, wisst ihr, wie ich meine? Zack, und ab dafür. So. Oh. Ja, ich finde, da hat man überhaupt gar keinen Überblick aus der Innenansicht. So, was Frontlader angeht, bin ich da irgendwie noch ein bisschen unbeholfen, ehrlich gesagt. Da jetzt vorhatte, weiß ich auch noch nicht so recht. Na gut, lassen wir die mal stehen. So. Na, welche will ich? Welche will ich? Ich weiß es selber nicht. Komm, nehmen wir die außen. Hauptsache, wir kriegen sie alle mit. So. Okay, wunderbar. Das sieht schon mal ganz gut aus. Halt hier wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen rüberschieben. Boah, das wäre halt echt nochmal richtig geil, ne? Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, wenn man so einen Stapler noch irgendwie mit Doppel, also mit so einer XXL, wie nennt man das denn, Kufen hätte. Also, dass man jetzt die Gabeln, die Zinken, wenn man die jetzt nicht so einzeln hätte, so wie die jetzt hier, also, dass man halt nur eine Palette transportieren kann, sondern wenn man damit zwei mal gleich machen könnte, dann könnte man halt wie jetzt hier die Pakete oder die Paletten, könnte man dann halt zwei, die hintereinander stehen, optimal wegbewegen, so, ne? Das wäre halt ultra cool, muss ich sagen. Also das wäre wirklich nochmal so, das würde ich mir wünschen, sagen wir es so, wie es ist. Ich habe ja bald Geburtstag, vielleicht moddet mir das ja jemand. Abi. So cool wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ehrlich gesagt. Oder kann man nicht eigentlich, warte mal, ich überlege gerade mal, ne? Könnte man nicht eigentlich, oh, nicht den Haken kaputt machen, könnte man nicht eigentlich diese Zange oder die Gabel oder den Stapler, oh, das werde ich mal probieren. Ich werde einfach mal, ich habe eine Idee, einfach mal die Länge der Zinken quasi verdoppeln. Dann hätte man das doch, oder? Fertig ist, oder? Bin ich da jetzt verkehrt? Müsste doch theoretisch klappen, oder? Schreibt mir das mal unten rein in die Kommentare. Vielleicht ist ja der ein oder andere Modder dabei. Oh, wäre auf jeden Fall mal spannend zu wissen. So. Ich glaube, wir haben sie alle aufgeladen, oder? Ich glaube, wir haben alles aufgeladen. Entschuldigung. So. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, das ist schon gut. Oder? Ich würde sagen, das ist gut. Ich würde sagen, dass es schon fast gut ist. So. Auf geht's zum... Ich weiß gar nicht, wo wir das meiste kriegen. Lass uns da mal nochmal schnell reingucken hier. Mehl.
Aktuell überhaupt nicht gut, ne? Aber Einkaufszentrum immer noch am meisten. Nee, gar nicht wahr. Hier. Marker setzen. Johnson's Farmer Market. Wo ist der denn, der Johnson's? Der denn? Liegt er hier irgendwo auf dem Weg? Das ist Einkaufszentrum. Die Handel. Ah, hier. Johnson's Farmer Market. Und wir sind hier oben. Das heißt, wir fahren jetzt hier runter und dann geradeaus einfach. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Hier rechts und dann. Was habe ich gesagt? Geradeaus, ne? Freunde, Hilfe! Hilfe! So, können wir jetzt wieder vernünftig fahren, ja, ne? Denke schon. Hinten ist noch alles drauf. Wunderbar. Also fahren wir los. So, fahren wir da eben fix rüber. Ist ja zum Glück nicht mehr weit. Und dann haben wir unser Mehl verkauft, Freunde. Das wäre auch richtig was Feines, was richtig Feines. Muss ich jetzt hier rein eigentlich? Warte mal, ich muss mal ganz kurz schnell gucken hier. Nö, ich kann einfach geradeaus weiterfahren. Okay, wunderbar. So. Perfekt, dann fahren wir hier ein bisschen mit Tempomat. Auch kein Problem. Und dann fahren wir. Oh, hinter uns scheinen schon ein paar Autos wieder zu sein. Aber jetzt fahren wir erstmal mit den Sachen weg. Dann verkaufen wir endlich wieder ein bisschen Mehl, Freunde. Das finde ich nämlich richtig geil, weil dann haben wir nämlich endlich mal wieder ein bisschen Cash in the Tash, was ganz wichtig ist. Deswegen ist das schon mal gar nicht so verkehrt. So. Ich hoffe, dass ich jetzt hier. Wo kommst du denn her? Müssen wir denn hier rein? Hallo? Das ist da hinten. Okay, wunderbar. Dann bringen wir das hier hinten schön bei. Hier schön bei der Farm weg. Warte mal. Das irgendwie aufs Bild. Ja, chillt doch mal, Leute. Ich muss hier erstmal. Muss hier erstmal den Überblick bekommen, meine Güte. So. Hier. Hier bringen wir es hin. Mir wird hier nicht angenommen. Perfekt. Läuft ja gut, aber ich denke mal, dass es der Abladepunkt hier sein wird. Genau. Das waren schon mal 2000. 5000. Also knapp 9000. Erstmal für Palettenmehl. Wie nice ist denn das bitte? Wie nice ist denn das? Ey, richtig, richtig gut. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Cash am Start. Voll gut. Richtig, richtig gut. So, dann fahren wir jetzt hier erstmal wieder auf die richtige Bahn. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir. Jetzt fahren wir links, würde ich sagen. So, dann immer geradeaus eigentlich. Dann sind wir eigentlich schon gleich wieder bei unserem Hof. Boah, wie geil ist denn das jetzt bitte, Freunde? Das ist ja richtig nice. Das ist ja richtig nice. Jetzt können wir einfach auf ganz entspannt wieder ein bisschen sparen, ne? Oh, Vorsicht. Aber das ist richtig, richtig schön, ey. Das gefällt mir. Das gefällt mir, ey. Ja, dann würde ich sagen, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, werden wir dann
Ja, vielleicht nochmal die eine oder andere Mission uns anschauen. Oder ansonsten mal gucken, was sonst noch so auf unserem Hof los ist. Hühner können wir, glaube ich, tatsächlich immer noch nicht kaufen. Deswegen lassen wir das nochmal nach und sparen nochmal lieber ein bisschen. Aber zumindest haben wir schon mal wieder was Gutes gemacht, ne? Das finde ich schon mal okay. Okay. Einfach mal weggebasht das Ding. Perfekt, wunderbar. So, dann lassen wir uns, stellen wir den hier wieder hier vorne hin. Wunderbar. Ja, und dann würde ich sagen, Freunde, haben wir es schon wieder geschafft für die heutige Folge. Ich hoffe, ich kriege die noch zeitlich online, sodass ich keinen Ausfall habe. Ansonsten seht ihr die halt einen Tag später. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und wir sehen uns in der nächsten Folge gerne wieder, wenn es hier weitergeht im LS22 auf der Elm Creek. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.